Hallihallo und willkommen zurück zu Hunt Showdown. Hallöchen. Schauen wir, was wir noch können. Oh. Schon eine Weile her, letzte Match. Was? So, wie ging das denn gleich? E drücken. Ah ja. Rechts, 300 oder? Grad. Achso, was? Oder? Ah ja, genau. Das ist ja rechts. So, das mal. Mich da schon drum gekümmert. Perfekto, perfekto. Ach, hier ist gleich in der Hütte, oder? Nee, ich glaube, das ist weiter weg. Das sieht wieder nur so nah aus. Oh, wow. Da ist ein Feuer, Teufel rechts. Na, oh, das mit Tante. Scheiße. Ich hab noch keine Giftspritzen, so weit bin ich noch nicht. Im Notfall müsste man schießen. Ja, im Notfall. Aber noch haben wir genau, jetzt dreht sie sich um. Ja. Guckt sie genau hier runter. Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Einzel. Perfekt. Hier drin? Hatten wir hier schon mal einen Hinweis? Ne. Ist das neu, ne? Wow. Lol. F. Oh. Hab ich wieder mal E gedrückt. Vorsicht, Falle. Ja, ich hab's gesehen. Hast du noch eine? Liegt da noch eine? Ne. Schade, nee, das nicht. Aber müssen wir hier auch die Tür zumachen. Ach, verdammt, wieder E gedrückt. Ich glaube, das muss dem Spiel unbedingt ändern. Ja, jetzt eigentlich. Es fühlt sich gerade so komisch an, wieder Hand zu spielen. Voll. Weil man davor die ganze Zeit andere Shooter gespielt hat. Und jetzt ist irgendwie das Handling und so wieder ganz anders. Und auch irgendwie vom Gameplay her auch wieder nicht so sehr. Ach, Ziel, warte, ich muss mal kurz das. Ja, zieh, wie kann ich wieder? Genau, okay. Passt, ja, weil ich für die Leute, die nicht selber Hand spielen, wissen vielleicht. Lol, ich sag pss, pss, und du labst einfach weiter, labst einfach weiter. Alright. Ja, ignoriere mich einfach nur, hast du recht. Habt ihr da wen gehört? Irgendwie dachte ich, dass jemand redet gerade. Ich bin mir aber nicht sicher. Ah, ein Hunde. Oh nein, bitte nicht, oh nein, bitte nicht. Ich hab beide erwischt. Ein Messer. Hä, bellen Hunde wegen dir? Ja, wir noch. Vielleicht, weil du da gegen die Hunde gekämpft hast? Die sind. Ne, ohne Scheiße. Ich glaube nicht, dass die wegen mir. Bist du gerade auf Holz gegangen? Ja. Wo ist denn das Ding? Das ist irgendwie im Haus oben drin oder so. Irgendwie sowas, ja. Ach, das die und da ist eine, eindeutig eine Tanne. Obwohl, ist das vielleicht da unten? Nee, das ist. Um nochmal die Kurzfassung jetzt zu erzählen, was ich, worauf ich hinaus wollte. Für Leute, die noch nie Hand gespielt haben, das Zielen ist extravagant in Hand. Also es ist komplett eigen. Also nicht wie in jedem anderen Shooter einfach zielen mit Rechtsklick, das macht's nur so, du musst dann nochmal die Umschalttaste drücken, damit du genau zielst, also. Deswegen ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, wo ist das Zeug? Oder oben? Oh nein. Oben. Hätten das gleiche Tante? Oh ja. Nein, du kommst jetzt nicht um die Ecke. Hä? Ja, was? Dann gehen wir halt wieder rein. Ja, gern. Sehr gut, alles funktioniert. Machen wir kurz auf. Oh, okay. Na gut, wir sind eh beim Schlechter. So, gucken wir uns mal die Map an. Wir müssen
in die Richtung. Ich gehe mal runter. Aua. Da kriegst du Schallfaden. Ja, aber nicht viel. Lol, ich habe überhaupt keinen bekommen. Okay, krass. Bin stabiler, bin ich so ein Weicher. Hm. Idiot. Idiot. Nein. 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 Lala, lala. Oh nein, bitte nicht. 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 Falls du Leben verlierst, hier wäre ein Medic. Ich verliere kein Leben, aber... Wir sind gerade zu weit auseinander. Ah, Hilfe! Kannst du mir ganz kurz nachkämpfen? Ich habe keine Ausdauer mehr. Ja. Hab's. Oh, danke. Ach, die zweite hat nachgelassen, Gott sei Dank. Okay. Wo müssen wir denn hin? Was? Oh, Alter, ich dachte Spieler. Mach mir nicht so Angst. Genau. Ja, wir müssen wieder da in die Richtung. In diese Richtung, ja. Ich lauf da irgendwie durch. Ich fühle mich sicher mit meiner Schrotflinte. Deswegen habe ich schon relativ viel Kleinzeug wegradiert in dieser Runde. Naja, es hält sich sehr in Grenzen. Schnauze, Pferd. Direkt gerade vor uns ist der dritte Hinweis. Ja gut, Schlechte und Spinne sind wahrscheinlich relativ nah beieinander, eventuell. Ja gut, wenn bei der Eisenhütte, wenn der Schlechte bei der Eisenhütte ist, dann ja. Oh, Eisenhütte, unser Lieblingsort. Obwohl, nee, das war ganz was anderes. War das bei uns nicht in irgendeiner Farm oder sowas? Nee, das war doch so ein Krematorium oder was weiß ich. Ja, ja, das auch. Ah ja, stimmt, wir haben zwei so tolle Orte, diese eine komische Riesenhütte. Oh, oh Gott! Ich brenne. Ich auch. Da kommst du dir. Ja, ich brenne, ich kann nicht anders. Ich bin gleich tot. Da hinten ist noch einer. Noch. Was? Ja, nichts tot, er ist tot. Shit, Alter. Ah, fuck. Ist hier irgendwo ein Medic oder sonst? Das war ganz nice. Oh, das war natürlich jetzt ganz blöd. Und ich hab den auch in der Schattensicht gesehen. Super. Hab da nur was Funkeln gesehen und ich muss so, hä, was ist das? Geh aus der Schattensicht raus. Oh, fuck. Oh. Wir sollten vielleicht so schnell wie möglich den Hinweis noch holen, damit wir wenigstens den dritten Hinweis haben. Ich glaube, der Schuss war noch gut weit weg, aber... Soll ich mich heilen? Ja, nein. Oh, langsam die Schüsse näher, aber es könnten die anderen sein. Ich dachte, dass ich da... Nee, doch nicht. Ich trau mich die ganze Zeit nicht in die... Der ist da in der Hütte drin, ne? Was? Hast du auch einen gesehen, oder was? Nee. Was? Nee, der Hinweis. Ja, aber ich dachte, dass ich da einen gesehen hatte. Bei der Hütte eben. Aber könnte auch... Das kann man einfach da durchlaufen durch die... Hast du auf ihn gefallen? F drücken. Oh, hier ist es richtig dreckig. So, Medic? Haben wir das schon mal? Nee, leider nicht. Okay, bei der Eisenhütte, wie gesagt, ne? Und was machen die anderen? Die sind noch oben. Ja. Ich glaube, ich... Ach, Spritze habe ich mir keine mitgenommen. Scheiße. Lohnt sich das jetzt, das zu heilen? Eigentlich fast schon, in Hand schon, ne? Ja, ich habe jetzt einen Balken verloren, klein, ich habe einfach geheilt. Ja, aber ich habe auch noch einen kleinen Balken verloren. 315. Weil manchmal ist genau das Leben, was dir übrig bleibt, ne? Ja, genau.
Ja, scheiß drauf, ich halte mich jetzt wetten, wenn ich jetzt 5 Meter laufe, ist irgendwo ein Verbandskasten. Hä? Was war denn das denn? Er hat abgebrochen und angeschlagen. So, gut. Ey, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Ich läufst aber sehr weit aus, ne? Ja, ich weiß. Ist mir gerade irgendwie. Also, ich möchte jetzt nicht allzu offen rumlatschen. Ich finde das nur sehr beunruhigt. Was? Oh Gott! Ich finde es. Ich bin's nicht mehr gewohnt. Ich bin's einfach nicht mehr gewohnt. Weißt du, weil ja, wir haben einfach. Weil wir haben hier richtig verkackt hier irgendwie so mit so Waffen, ne? Ja. Darum am besten jetzt echt Richtung Gebäude gehen, oder? Ach, das ist eh noch so weit weg. Warte, wo sind die denn? Die kämpfen. Ah, die gehen eher weiter nach rechts oben, okay. Die kämpfen dann scheint immer noch. Ja, vielleicht haben wir dann unsere Ruhe, vielleicht sind das gar nicht so viele. Oh, da ist ein Vetter anscheinend, ja. Ach ja, dann gehen wir da lang. Bleiben wir rechts so ein bisschen. Ja, da müssen wir noch nicht rein, wir müssen. Ach, ein LOL. Nein, ne? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Und eine Hexe ist da oben. Oder aber auch. Der ist. Oh! Vielleicht durchs Gebäude? Ne, ist gar nichts. Na gut, aber wenn wir durchs Gebäude gehen. Ich gehe gerade außen rum. Achso, gehst du durchs? Was machen wir? Ja, gehen wir außen rum. Außen rum, okay. Keine Schüsse mehr. Vielleicht kämpfen die schon gegen den Schlechter. Naja, sind es einzelne Schüsse. Hört sich eher danach an. Muss jetzt ehrlich sagen, ich dachte immer Hunt Showdown spielt in einer fiktiven Welt, aber da die amerikanische Flagge hängt. Die anderen kommen runter, die mit anderen bauen. Nee, die. Bitte nicht. Achso, ja, vielleicht gehen die aber zum Aus. Achso, nee. Nee, ganz sicher nicht. Dann wären sie anders gelaufen. Oh, warte, die sind mir eh schon da. Das müssen wir aufpassen. Die kämpfen safe hier. Ja, die kämpfen gegen das Viech. Was wollen wir jetzt machen? Warten, bis die anderen kommen, mit meinst Bounty, du? Obwohl, die sind noch so weit weg. Weiß ich nicht. Nein. Also gut Ach. Gemacht. Aber das. Aber das Ding ist, wenn wir jetzt da kämpfen, genau dann. Das dauert länger, das anderen. Kämpfen. Genau dann kommen die anderen und rennen uns den Rücken und wir sind wieder das sandwich-mäßige Ding. Und jetzt könnten wir halt. Die anderen sind noch relativ weit weg. Ja, aber die bleiben auch irgendwie. Die kommen gerade nicht, ja? Jetzt wäre es halt noch ein guter Moment anzugreifen, weil wenn sie sich wieder verschanzen und so. Ich weiß, was du meinst, ja. Ah, gut. Hat sich erledigt. Machen die anderen? Ne, die bleiben da immer noch, ne? Wo war denn das? Aber die schießen immer noch hart, ne? Also. Das waren, glaube ich, die anderen. Das wird da drin sein. Nee, die anderen schießen rum. Nee, aber ich meine, die beide wird in diesem Haus da links von uns sein. Da rechts neben dem Turm, ja. Oder? Ah, hier liegt ein Jäger. Ah, okay. Ich wollte es nur gesagt haben. Ah, nee, doch nicht.
sehr riskant. Ist schon ausgebrannt. Kommst du mit oder? Ich hab gedacht, ich habe Geräusche gehört und halt. Soll ich da aufmachen und wir stürmen? Wie ach, letztes ich Mal? Ich weiß gerade gar nicht, wie das da drin ausschaut. Irgendwie. Bevor die Sicht haben. Ja, soll ich aufmachen? Oder warte. Hier ist ein Feuerding, das schmeiß ich. Okay, dann mache ich auf, okay. Okay. Ich schmeiß einfach auf. Soll ich aufmachen, so? Ja, mach einfach auf, ja. Könnte man noch woanders reingehen. Hier bei diesem Tor. Hier leuchtet. Hier wäre nochmal eine Laterne. Mach auf. Achtung. Jetzt den dritten Eingang suchen. Dann wissen sie nicht, wo wir sind. Hast du das Ding angemacht? Nee. Kam hier übers Dach rein? Nope. Hier geht's auch nochmal rein, hier ist ja nochmal ein Türchen. Sollen wir uns aufteilen? Wir müssen uns entscheiden. Nee, aufteilen nicht. Okay, wollen wir da reingehen? Mhm. Ich bin einfach reingerannt. Hier ist der Schle. Ach, hier ist der Kopf. Komm, wir müssen weitergehen. Ja. Ich stimme ein bisschen vor. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich davor schauen kann. Wenn die es aufnehmen, müssen wir vorsprinten. Da wissen wir genau, ja, wo sie sind. Ah, da verstecken sich der 100 Pro da rechts irgendwie hier drin oder so. Krass, dass wir überhaupt da drin sind und noch nicht gekämpft haben. Ja. Die anderen gehen aber, glaube ich, in den Ausgang. Im Ausgang, sehe ich gerade. Sicher? Okay. Hä? Okay. Ich habe Angst, dass sie irgendwie wieder rausgegangen sind und dann von hinten hingekommen. Sollen wir langsam vorgehen oder sollen wir zusammen vorrennen? Wir haben beide Schrotflinten, wir immer stärker, theoretisch, mit hektisch. Ich weiß gerade nicht. Ich habe Angst, dass wenn ich langsam gehe, dass ich aus Instant einen Headshot krieg. Ja, wenn sie in der Ecke hocken, dann können sie das gemütlich einen ranhauen. Oh, ich hab nur Uni aufgehoben, ja. Aber wenn sie wirklich aufnehmen, rennen wir beide vor. Das ist unser Kommando dann, okay? Ja, ich sehe das Ding ja sogar. Also ich könnte ja auch sogar... Ach so, okay, ja dann. Ah ja gut, aber du hast Rohflinte, ne? Ja. Ich höre wen gehen. Das bin ich. Ich laufe das ganze Zeit hin, ja. Okay, die sind sehr geduldig. Das ist gerade spannend. Oh Gott. Alter. Okay, also die sind raus. Das ist schon mal gut, finde ich. Ich habe schon das Gefühl, dass irgendwie rechts da drin sind. Die bewegen sich gar nicht. Jetzt müssen wir halt aufpassen, nicht, dass da halt noch eine andere Gruppe da dran ist. Ich weiß was. Jetzt haben wir hinten die Tür zugemacht.
Die machen keinen Mucks. Scheiße. Ich weiß nicht, was ich. Generator, ich hätte vielleicht ausmachen sollen, verdammte Kacke. Ja, aber so hören sie uns auch schlechter machen. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Also, ich glaube, ich dulde es. Ich habe im Gefühl, dass sie rechts neben mir sind. Die stehen wahrscheinlich da rechts in diesem kleinen Räumchen drin. Jetzt bin ich halt gerade im Überlegen, ob ich da vielleicht mal eine Brandbombe reinwerfen soll. Brand bräuchte man vielleicht, um Leichen zu brennen. Ja, aber wenn wir jetzt eh kämpfen, dann brauchen wir es vielleicht gar nicht. Wie gesagt. Ah, fuck. Ich weiß auch gerade nicht. Da wäre, warte, eine Laterne, aber ich traue mich die Laterne nicht holen. Warte kurz. Achso, die ist nicht bei dir. Schön, oder? Schön ruhig. Okay, ich habe eine Laterne. Wo meinst du, die sind? Wo die sind? Hier, da rein. Dort wahrscheinlich rechts. Hier, wahrscheinlich stehen sie auf der anderen Wandseite von mir. Vielleicht so Richtung rechts eher werfen, was sonst geht. So? Ja. Oh gut, da reagiert auch keiner, ne? Merkwürdig. Ja, die stehen wahrscheinlich rechts in der Ecke irgendwie. Fuck! Ja, da hätten sie sich doch mindestens einen Millimeter bewegt, um. Wie schaut denn das bei dir aus? Ist das bei dir so ein Gang oder so? Oder? Ja, bei mir ist es hier oben in der Mitte so ein Ofen oder so. Da kann ich schon ein bisschen weiter vorgehen, aber ich könnte ein bisschen reingucken. Das ist eine Lampe, ich könnte drauf. Nee, bringt nichts. Merkwürdig. Boah, das ist krass. Also gegen solche Leute haben wir. Eigentlich. Haben wir schon gegen solche Passiven schon mal gespielt, die sich gar nicht rühren? Ja, bestimmt, aber. Ja, ich weiß nicht. So ruhig nicht. Ey, ich habe hier richtig eine Ecke. Ich kann hier auch richtig rumlungern. Die haben auch Zeit, wie man sieht. Ich überlege echt gerade, ob ich irgendwie Geräusche machen soll mit so rumschießen oder sowas. Hab ich geschossen. Vergiss Nachladen nicht. Geh mal bitte gar nicht kurz. Cool. Gar nicht Moment. Gehen. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich höre ein Schleichen. Aber so richtig langsam, weißt du, so wenn du nur ganz leicht weh drückst. Okay. Wie lange geht eine Runde noch? 36 Minuten. Na gut. Okay, wir haben Zeit, Leute. Holt euch Popcorn und was zu trinken. Ihr könnt euer verspülen. Wir können das leider nicht. Außer die Folge ist jetzt in 2 Minuten vorbei, dann wüsste, dass wir es nicht geschafft haben. Und wenn die Folge noch 36 Minuten dauert, dann wisst ihr es. Boah, ich traue mich aber nicht. Aber ich weiß nicht, das ist jetzt natürlich blöd für unsere Zuschauer, eigentlich, weil wir nichts machen. Könnten wir YOLO-mäßig vorgehen, oder? Wir müssen den Charakter eigentlich nicht ja, behalten. Aber taktisch wäre es blöd. Taktisch wäre es echt dumm. Ja. Und dieses Spiel ist einfach mit Geduld verbunden. Und ich weiß aber nicht, ob wir getrennt vorrennen sollten oder zusammen irgendwo vorrennen sollten. Dass wenn wir beide einmal mit der Schrotflinte draufhauen. Ja, ob du jetzt links rum und nicht da rechts rum, blöd gesagt, ob man da dann vielleicht. Aber das Ding ist, wenn einer von uns verreckt, dann muss der andere wirklich gegen zwei kämpfen und den anderen wirklich hitten und den anderen direkt auch kriegen. Und wenn wir beide mit Schrotflinten an einer Stelle vorkommen. Da könnten wir wirklich mit jeder einen Schuss einen direkt weghauen. Und du hast eine zweite Schrotflinte, ne? Du musst nicht immer nach jedem Schuss nachladen, oder? Du hast zweimal, also doch. Zwei Kugeln. Nee.
Okay. Ne, hab ich nicht. Bin gerade überlegen, ob wir dann vielleicht hier zu zweit in diesen Raum reingehen. Einer rechts rum, einer links rum und dann. Ja. Aber hier wäre es auch 50-50 nicht Chance. blöd. Also hier könnte man es genauso machen. Wenn du zu mir kommst, Ja. einer guckt nur nach links, falls da einer hinter der Ecke steht. Ich dachte gern durch Warte, irgendwas da komme ich durchgucken. nicht. Ich komme zu dir. Langsam. Hier wäre sogar Medipack. Ja, weißt du, hier und dann einer guckt rechts und einer links, weil ich weiß nicht, ob hinter, genau neben mir hier, direkt links neben mir, hinter der Holzwand, ob da einer sitzt, weißt du? Ja. Das weiß ich nicht. Ich gucke zwar durch den Spalt und da sehe ich niemanden. Das wäre mega fett, wenn ich jetzt durch den Spalt einen sehen würde. Da sehe ich Nee, zwar nicht. niemanden, aber sicherheitshalber. Boah, du traust dich, Alter. Da vorne habe ich auch schon überlegt, rauszugucken, aber Nee, das ist. das Loch da, das ist. Fakt. Warte, ich gehe mal so ein bisschen. Achtung. Also da ist keiner. Alter, das liegt direkt vor uns, ne? Also. Ich weiß Okay, dann nicht. kann es sein, dass sie da direkt vor uns sind, 300 Grad oder da links 195 Grad. Oder hinter dieser Wand. 100, Ja, meine ich. 165 direkt hinter der Wand. Genau, wo du hinschaust jetzt, ne? Dass sie entweder da rumlungern. Also du könntest jetzt rechts rum, ich links rum, aber wenn die halt da nicht sind. Ja. Aber irgendwas Kurz. müssten wir jetzt mal. Ach, hier haben wir die Tür aufgemacht. Aber hier geht's nicht. Also hier ist wirklich nur die Tür offen. Vielleicht die Tür wieder zumachen, nicht dass sie irgendwie oben sind oder Meinst du? so. Okay, warte, wenn. Die Tür geschlossen. Ja, vielleicht verunsichert es die auch und. Okay, warte, du kannst ja direkt aufs Bounty eigentlich schauen, ne? Eigentlich schon, ja. Also die können jetzt eigentlich nirgendwo außer vor mir Dann direkt. sind sie wahrscheinlich wirklich da drinnen. Wenn du jetzt von anderer Seite, siehst du eine Wand? Also links geht's da links weiter? Ja, ich sehe es nicht, da ist leider so ein Vorhang im Weg. Aber Oh ich ja, glaube da. schon. Ich glaube, du hast aber recht, ne? Weil dort ist echt richtig gut, das rechts zum Reingucken. Dieses Loch da. Ja. Ich glaube, die sind da wirklich. Da könntest du echt recht haben. Fuck! Hätte ich halt jetzt eine Blendgranate oder sowas, ich würde es dann echt mal reinwerfen und mal ausprobieren. Jetzt bräuchte man eine Blendgranate, jetzt wäre es richtig praktisch. Ich weiß noch nicht, ob wir jetzt zusammen sein sollten oder nicht. Gut, aber da in deiner Ecke sind sie schon mal nicht, das ist ja schon mal was. Ja gut, ich weiß nicht, wie es jetzt hier beim Bau die links ausschaut, ob es da weitergeht. Da könnten sie sich natürlich auch verstecken, wenn es Ja, da runtergeht. da, aber zumindest nicht hinter dir oder so. Ne, hinter mir könnten sie eigentlich nicht Sondern sein. irgendwie vor dir. Die Tür hört man, weil die ist echt laut. Boah, shit. Krieg noch einen Krampf in der Handgelenk, ey. Ah, wenn ich halt wüsste, ob da wirklich irgendwie rechts was reingeht oder nicht. Ich weiß halt auch nicht, wie es da ausschaut, ne, rechts. Haben wir hier schon mal gekämpft? Ich hab, Ne, oder? ja, Soweit ich bestimmt weiß, doch, aber nicht so richtig. aber ich hab's gerade nicht so. Den Grundriss gerade nicht so im Kopf. Ich weiß es nicht. Ich lugte jetzt einmal. Okay, ja, da ist nichts direkt rechts. Also, da könnte sich vielleicht einer direkt in die Ecke, aber ich sehe da nichts. Also rechts rum eher nicht. Ne, da ist eine Wand. Ne, da ist niemand. Da ist eine Wand. Rechts rum. Also könntest nur links in die Richtung. Okay, Das das ist ist ja aber schon mal merkwürdig, was. aber das ist voll merkwürdig. Also eigentlich könnte man alles ausschließen und wir könnten dabei. Ja, gut. Okay, warte, du bist wieder bei der Treppe. Ich gehe jetzt langsam Richtung Bounty, dass ich da mal diesen Eingang da anschaue. Ja, aber rechts, da können sie drin sein, ne? Erst in diesem Loch da. Ja, Genau. aber du hast gesagt, das ist doch eine Wand, oder? Ja, auf der rechten Seite, auf der linken sehe ich nichts.
Achso, ja, genau, das meine ich. Ich möchte so rumgehen, dass ich nochmal in die rechte Ecke schaue. Aber in dem Moment, wo ich ein bisschen reinschaue, dass halt von links eventuell da keiner rumkommt, vielleicht. So, ich gehe jetzt ein bisschen vor. Ich schau. Oh, fuck. Okay. Nee, in der Ecke steht keiner rechts. Okay. Okay, Alter, die sind. Okay, wir haben das Gebiet jetzt schon so eingegrenzt. Also entweder jetzt wirklich nur links von mir. Oder bei mir da rechts rein und dann links rum. Ja, aber da könntest du reinrennen. Und schreien, wenn der einer ist oder zwei. Also ich höre ja, wenn es losgeht eigentlich, wenn alle schließen. Weil wenn ich da jetzt reinlaufe, kannst du mir dann helfen? Ist dann mal ein Eingang? Ja, ja, da ist ein Eingang, ja. Okay, also wenn ich da jetzt reinlaufe... Könnte ich von der anderen Seite reinstürmen. Okay, warte, dann riskiere ich das jetzt, okay? Oh, fuck, Alter. Ich geh jetzt rein, okay? Ja. Lol, da ist nix. Dann geh... What the fuck? Ne, Moment, Moment. Warte mal noch mal kurz. Es war gerade ein bisschen hektisch und ziemlich dunkel. Moment. Da ist gar nicht. Dann gucke ich jetzt links. Hey, hier geht's auch nicht weiter. Hä? Warte, nimm das Ding. Ich schau mal. Hey, ist niemand. Nicht dein Ernst. Wie? Die haben den schlechter gekillt und sind einfach abgehauen? Und haben gegen die anderen Leute gekämpft? Nimm mir doch mal das Bounty. Nimm's mal. Hab ich. Willst du mich verarschen? Wir haben mit da jetzt eine 20 Minuten rumgekackt. Oh nein. Darum warst du so ruhig. Oh Mann, Alter. Hä, aber... Oh. Hä? Muss ich das verstehen? Vielleicht Disconnect oder sowas. Aber die haben noch rumgeschossen, sowas. Kann es sein, dass die so gierig waren? Gegen die anderen gelaufen sind, da vielleicht verreckt. Ja, aber sind siehst du ja irgendwelche Leichen oder sowas? Nee. Aber ich meine, da wo die anderen. Warte, ich schau auch nochmal kurz. Nichts. Der ist ausgebrannt, der Jäger hier. Ein Jäger haben wir, ne? Da war der Kopf. Das Medic. Ich höre Hühner. Das bist du, oder? Ja, ich habe gerade ein bisschen gekillt. Ich fühle mich gerade voll verarscht, Alter. Hä? Holy shit, Alter. Das ist richtig strange gerade. Also. Ah, die sind auch nicht in den Turm oder so hoch, oder? Nee, ich will da nicht hochgehen. Sonst kriege ich noch einen Schnipperschuss ab. Ein Schnipperschuss. Ja, wollen wir unten raus oder oben? Oder? Ja, unten waren wir ja schon. Ich würde oben rausgehen. Kriegen wir vielleicht ein bisschen mehr ab. Ja. Das kam jetzt auch unerwartet. Das ist so lustig, das Spiel ist immer so, da haben wir so Überraschungen bereit. Ja, ich verstehe das nicht. Ich meine, die haben das ja, wir waren ja schon dort, da haben die das Ding gekillt, oder? Da waren wir ja schon dort, da hieß es, ist gekillt. Yep. So fast wie. Also, oh, das ist ein Wasserfisch. Wow. Fucking Schicken. Gar nicht gecheckt, dass ich im Wasser stehe. Hey, ich treffe das Viech nicht. Mal meine Zweitwaffe in die Hand, vielleicht ist es sicher. Ich verstehe gerade nicht, wer geht da hin, tötet, weil du, hast du wer geht da hin, tötet ihn schlechter, ein Jäger war draußen, mehr habe ich nicht gesehen. Hätten wir vielleicht jetzt mal das Gebiet absuchen sollen von anderen Jägern? Kurios, kurios. Ist da gerade ein Feuerteufel? Ja, hab ich drauf geschossen. Okay, weil kannst du dieses
explodierende Geräusche. Ja. Ich schau nochmal kurz. Mhm. Nichts. Achtung, Wasser, Viecher. Ich verstehe nichts. Ich verstehe das jetzt auch nicht. Wir sollen uns aber trotzdem nicht zu sehr trennen, weil... Ja. Du weißt, wir hatten schon mal sowas Ähnliches. Wo eine Uhr plötzlich in den letzten Minuten doch noch jemand aufgetaucht ist. Ja, es tut uns... Es tut uns echt leid, dass... Hier nicht. Ich hab echt gedacht, du bist weiter weg, auf einmal schießt du hinter mir. Oh, fuck. Ich hab's gerade so gerissen. Ja, es tut uns echt leid, dass das jetzt eigentlich eine Folge war. Voller Fails. Ja, wo wir eigentlich nur taktisch vorgehen wollten und am Ende hat sich herausgestellt, dass es eigentlich alle voll für den Arsch war. Und dass es eigentlich keine Action war und relativ. Blöd gesagt, langweilig. Ihr habt es wahrscheinlich sowieso ein bisschen vorgeskippt. Aber ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht. Könnt ihr uns das erklären? Die waren da, die haben das Viech gekillt und dann nicht einmal, das war ja nicht mehr so, dass irgendwie die das aufgehoben haben und dann wieder fallen lassen haben oder so. Das lag ja noch original da. Die haben das Viech gekillt und weg waren sie. Ich verstehe das nicht. Ganz kurios. Nee, das Match, das verstehe ich in keinster Weise. Könnt ihr uns das erklären? Bitte erklärt es uns. Bitte tut es uns. Faszinierend. Was für eine Runde, hä? Nee, so eine Runde hatten wir auch noch nie. Nee, also. Das ist jetzt mal was Neues. Also dieses, weil ich war mir zu 100% sicher, dass jemand drin sein muss. Ja, weil wo sind die denn raus? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Toll, jetzt hat die Folge Überlänge und das total, total ohne einmal gekämpft zu haben und ohne Grund. Ach ja. Schon lustig. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Gut, soll mir auch recht sein. Wieder eine Runde überlebt mit dem Charakter. Das ist echt hart. Wird immer skurriler. Ja. Oh, als nächstes tun wir Dynamit freischalten. So, also auch. Solch eine Errungenschaft. Aber eigentlich haben wir relativ wenig Punkte gemacht, ne? Oh, das sind wenig Punkte. Wenig, ja. Alter, komm, ich krieg ja nicht mal Blutpunkte. Ich habe jetzt kein bisschen Blutpunkte. Oh, okay. Meisterrunde freigeschaltet, was ist denn das? Meisterrunde? Na gut. Details, warte. So, ich weiß nicht, was das heißt. Ach, keine Ahnung. ja. Ich weiß ja, nicht, gut, was ich von der Runde halten soll, aber ich bedanke mich mal fürs Zuschauen und genau. Auch an alle, die vorgeskippt haben, ich kann es verstehen. ja. Bis zur nächsten Runde. Ich hoffe mal, dass die ein bisschen spannender wird, vielleicht mit ein, zwei Kämpfen oder sowas. Und vielleicht mal ein Bossfight, weil eigentlich war die jetzt wirklich ein bisschen fad, die Runde. Aber muss auch mal sein. Es kann nicht immer spannend sein und nicht immer perfekt. Genau. Und bis dahin. Wahre Worte. Tschüss. Ciao, ciao.